Gut. Der Gender setzt sich, was willst du machen? Du kannst auf der Seite sogar draufklicken, musste ich gar nicht. Geht das echt, wusste ich gar nicht. So, na dann, Mahlzeit. Zeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Fuji. Hat angefangen, Fuji. Habe ich jetzt mein Ding nicht mitgenommen oder was? Yo, was zum? Einfach mein Lichtschwert durchschnitten hier. Aber das fand ich selten. Also diesen musst du mal kurz anschauen hier. Wo habe ich denn mein Trinken getan? Hä? Ich habe doch Trinken aus dem Kühlschrank raus. Wo ist es jetzt? Einfach. Hä? Wie jetzt? Ach da. Das war's. Einfach vergessen, wo ich es hingetan habe. Kühlschrank raus? Keine Ahnung. Dankeschön. Was essen hier? Herr James, willkommen zurück. Jo, danke. Ja, aber echt so. Alter Mann mit so vielen Tabletten. Aktuell auch noch ein paar Tage Antibiotika nehmen. Und noch 3 Wochen Spray oder mindestens 3 Wochen, immer noch. Gegen die Lungenentzündung. Dann habe ich 10 Tage Antibiotika genommen, auch noch zusätzlich zu dem ganzen Scheiß hier. Und da fahren die Meisterschaften, das ist so eine Rüststrecke. Komisch. Freunde, ich begrüße euch zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich sehr viele von euch interessieren wird. Denn wir wollen mal darüber sprechen, warum gibt es da draußen so viele Leute, die ab einem gewissen Punkt, obwohl sie vielleicht 2, 3, 4 Sekunden noch langsamer sind als die absoluten Topzeiten,
warum sie einfach nicht besser werden oder woran das überhaupt liegt, wie man gewisse Sachen einfach erkennen kann und wie ich es zum Beispiel in meiner Vergangenheit gemacht habe, wo ich mal an diesen Punkten war. Darüber wollen wir heute sprechen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Let's go. So, Freunde, dann wollen wir mal über diese schöne Thematik sprechen. Wieso, weshalb? Wie komme ich weg vom Rasenmäher? Warum man überhaupt irgendwann stagniert, warum sieht es alles komplett gleich aus im Vergleich zu diesen absoluten Top-Zeiten, aber ich selber bin 4 Sekunden langsamer. Das ist so eine Thematik, was, glaube ich, bei vielen Leuten einfach im Kopf drin ist. Die wissen nicht, woran sie arbeiten sollen. Und da fängt dieses Problem im Endeffekt schon an. Man weiß nicht, woran man arbeiten soll. Genau, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Du willst live von Marbix gecoacht werden? Melde dich, ja, cool, man. Man macht ja alles gleich. Und ich kann euch eine Sache sagen, wenn du 3-4 Sekunden Rückstand hast auf eine Top-Zeit, zum Beispiel die auf Nürburgring 1,57er Zeit, dann wird es nicht am Setup liegen, weil du kannst auch mit dem aggressiven Standard-Setup 1,53er Zeiten, maximal 1,54er Zeiten, kannst du auf jeden Fall fahren mit dem aggressiven Setup und das auf jeder Strecke. Also es liegt nicht am Setup, Freunde. Das direkt schon mal aus dem Kopf streichen, das liegt vielleicht irgendwann, wenn du, sagen wir mal, eine hohe 1,53er fährst und du willst eine niedrige 1,53er oder sogar eine 1,52er Zeit fahren, dann kannst du irgendwann sagen, okay, ein Setup macht Sinn, weil nochmal alles akkurater eingestellt wird auf deinen Fahrstil, auf deine Bedürfnisse und dann kannst du diese Zeiten vielleicht angenehmer fahren oder schneller erreichen. Aber was soll man denn jetzt zum Beispiel machen, wenn man eine 1,57er Zeit fährt und man weiß nicht mehr weiter? Was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, klingt jetzt erstmal vollkommen logisch, man soll schnelleren Leuten einfach zugucken, immer und immer wieder und vor allem nicht nur zugucken, sondern, das kann ich euch mal hier im Hintergrund jetzt zeigen, man sollte beispielsweise. Mal kurz, ich mal schauen, ob das funktioniert hier. So, so, jetzt kriege ich auf den Namen drauf und dann. Das war geil. Jetzt rechts einlenken. Das ist ja Echtzeit. LOL. Ich wusste nicht, dass man da drauf drücken kann. Was denn, Welt? Das HUD. Oder aufs HUD achten. Weil da kannst du mehr draus ablesen, als Bremse, ja. Du vielleicht erstmal wahrnimmst. Man kann ganz genau sehen, wann jemand Gas gibt. Man kann ganz genau sehen, wann jemand bremst. Man kann aber auch sehen, welchen Gang jemand nutzt. Man kann aber auch sehen, welche Kurvengeschwindigkeit jemand hat. Also diese ganzen, oder 4 Punkte waren das jetzt, die du auf jeden Fall schon mal im Kopf haben solltest und auf die du achten solltest. Beispiel, in der letzten Schikane, das ist jetzt hier von einem Coaching-Teilnehmer, der hier im Hintergrund, oder was ihr im Hintergrund seht. Und wir können jetzt gleich mal auf die letzte Schikane hier auf dem Nürburgring achten. So, er beschleunigt jetzt hier raus und da könnt ihr auch selber mal drauf achten, was fällt euch da jetzt gerade auf. Und wenn du ein geschultes Auge irgendwann hast, sagen wir mal, ich fahre eine 1,529 auf Nürburgring. Wir gucken jetzt mal kurz hier in der Schikane. Was habe ich getan? Oh, scheiße, ich habe F5 gedrückt. Freund. Die scheiß G-Taste gedrückt aus Versehen, Alter. Einfach die G-Taste gedrückt. So ein Müll. Ich habe die G-Tasten alle deaktiviert, aber trotzdem ist es noch sehen, so. Wann jemand bremst. Man kann aber auch solltest und auf die du achten solltest. Beispiel, in der letzten Schikane, das ist jetzt hier von letzte Schikane hier auf dem Nürburgring, achten, was fällt 1,529 auf Nürburgring? Wir gucken jetzt mal kurz hier in der Schikane. Er lässt hier durchlaufen und er geht ziemlich genau auf 134 km/h, was glaube ich. Können wir nochmal kurz genauer hinschauen, dann mache ich nochmal kurz auf Stopp. So, er ist hier auf 134 km/h ganz kurz gewesen. So, das sah für mich im ersten Moment schon mal so aus, dass er hier nicht am Limit unterwegs war. Also, er hat das Auto ein bisschen weit runtergebremst. Er ist sehr kontrolliert durch die Kurve gefahren. Aber er hat viel Geschwindigkeit verloren, weil ich habe das Ganze dann mit einer sehr schnellen Runde von mir verglichen. Ich bin da mit 154 km/h oder 155 durchgefahren. Also 20 km/h schneller. Und das war eine Kurve. Und da liegen dann vielleicht schon mal wieder 3, 4, 10. Da kann man schon Brett dann fast da gerade ausfahren, fast mit dem dritten Gang, ja. Oder so in einer Kurve alleine. Und das muss. Das wollte ich ja auch machen. Genau schauen, wie viel kmh in der Kurve gefahren wird, welcher Gang, wie viel kmh, wie viel einlenkt, wie viel er bremst und wie viel er Gas gibt.
Wann und wo, um es zu analysieren. du in jeder Kurve am besten machen. Also du musst in jeder Kurve auf diese Details achten. Und deswegen biete ich ja auch diese Coachings mittlerweile an. Ich sage jetzt nicht, dass jeder ein Coaching machen soll, um Gottes Willen, aber diejenigen, die ja mich mal drüber gucken lassen möchten und mit denen ich zum Beispiel live die ganzen Sachen besprechen kann. Ich habe nämlich auch mit dem Kollegen hier, der ist vorne 1,568 gefahren und dann ist er mal auch hinter mir hergefahren. Ich habe ihm ein paar Dinge erzählt, erklärt, von Kurve zu Kurve. Dann ist er am Ende der Session eine 1 oder knapp eine 1,54 gefahren. Also knapp 2 Sekunden schneller ist er gewesen und einfach nur, Cool. weil es hier oben einmal Klick gemacht hat. Und das ist dieser Punkt, man soll wissen, woran man arbeitet. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn wenn man immer und immer. Das ist schon geil, das ist schon geil. Deswegen habe ich gesagt, das ist beim Dubstep schon krass, wenn er und seine Freunde einen Menschen trainieren zum Fahren, wie schnell und wie gut er dann wird. Allein Theory Crafting ist halt schon wild. Dann hinterherfahren, die Kurve wärst du so, das machst du so, das ist halt auch schon krass. War gerade ein Video, Jens, wie man sich so noch ein bisschen verbessern kann, ne? Okay. Dann hat der andere gesagt, so ein Coach, halt, der erklärt das gerade. Dann ist der andere vor ihm hergefahren. Der hatte eine 1,56 Zeit irgendwas gefahren. Hat ihm ein bisschen was erklärt, wie er bei der sowas so machen soll. Vielleicht hier ein bisschen mehr Gas, weniger Gas, bremsen und sowas. Dann hat er am Ende der Session 1,54 gefahren, 2 Sekunden schneller. Weißt du? Also, wie einfach das geht, wenn dir halt eine Person einfach mal kurz ein paar Sachen erzählt. Ja. Auf die du vielleicht erst nach 100 Runden kommst oder gar nicht. Eher gar nicht, weil du kannst es ja gar nicht wissen, wenn du es nicht. Ja, wenn es nicht spawnt, nicht einfach, wenn du es nicht weißt, weißt du es einfach nicht. Fertig. Deswegen ist das Ganze ja schon Übung, natürlich. Wir können ja 100.000 von Runden üben. Aber wenn jemand zum Beispiel komplett neu anfängt, so wie du jetzt zum Beispiel, und der wird von ein bis zwei Leuten immer wieder erklärt und gesagt, was du machen musst oder so, ne? Du musst es ja wie eine Choreografie nur noch abspielen. Natürlich tut man sich leichter und schwerer mit Übung und Talent oder so, aber. Ich behaupte mal, du brauchst schon ein bisschen Übung erstmal, um überhaupt umzusetzen, was die versuchen dir zu erzählen. Also von 0 auf 100 geht das dann auch nicht. Du musst doch nicht auf 100 sein, reicht ja, wenn's ja von 0 auf 50 ist, weißt du? Und du alleine bis auf 50 kommst du dann erstmal in ein paar Wochen und so in ein paar Tagen. Oh. Ist halt schon krass. Ich meine, bei uns geht es ja eh um nichts und gar nichts. Aber trotzdem möchte ich mich halt verbessern. Immer. Nie stehen bleiben. Ja, auch wenn ich jetzt heute gesagt habe, wenn ich es gerade gesagt habe, die Zeit passt jetzt mit WW. Wenn ich jetzt 40 Runden keine Verbesserung mache, dann mache ich immer den gleichen Scheiß. Ja, ich weiß nicht, welche Rundenzeiten ich fahre, weil ich es ausgemacht habe. Und da unten links gucke ich nicht hin. Ja, das mit dem Ausmachen ist auch nicht so geil. Du musst halt schauen, dass du konstant fährst, immer gleich. Oder nicht? Ich mache jetzt so, ich will die Zeit nicht immer schlagen, sondern ich will die Zeit schon schlagen, aber ich will halt immer gleiche Zeiten fahren. Nicht 2 Sekunden langsam oder 2 Sekunden, sondern so 0,1 bis 0,5 ungefähr eine Zeit, weißt du? Ich habe so alles angemacht, damit ich sehe, in welcher Kurve verliere ich Zeit, in welcher Kurve gewinne ich Zeit, weißt du? Wenn ich sehe, in Kurve XY verliere ich 3 Sekunden, dann fahre ich die falsch. Dann mache ich die einfach nochmal, weißt du? Fahre ich die anders. Deswegen schaue ich ja nur auf die Zeit, genau. Deswegen sage ich ja manchmal, boah, scheiße, wie kann ich denn in dieser Kurve zu meiner eigenen Zeit so viel Zeit verlieren? Geht doch gar nicht. Wie bin ich denn damals gefahren? Ich versuche mich halt selbst zu analysieren und zu schauen, was passiert, also was ich anders machen kann.
Du hast dich aber trotzdem wieder verbessert, Jens. Um 0,15 irgendwas. Oh, Ist toll. cool. Sicher bei dir. Ja, sagt halt hier guten Leuten halt zuschauen, wie die das machen, na klar. Das kann man ja sehen, wie sie fahren, die Linie. Aber du siehst trotzdem nicht, wie sie wo Gas geben und wo sie bremsen. Und du musst halt genau darauf achten, mit welcher Geschwindigkeit sie in welcher Kurve sind, damit du das auch, wie er hier gesagt, 130 ist in der Kurve, aber er fährt in die gleiche Kurve mit 150. Das ist 20 km schneller. In der Formel 1 zeigen sie das ja manchmal an, wann sie bremsen und wann sie Gas geben und sowas. Das ist ziemlich interessant. Genau, das ist ja hier auch. Das siehst du ja auch bei dir. Du hast es ja Na, gar nicht an, ich dieses sehe das Ding. nicht, aber du siehst es wahrscheinlich. Ich sehe das, genau. Und bei Assetto Corsa, so wie es dir zeigt, sieht man es ja auch standardmäßig. Man meint ja, man soll sich halt Replays anschauen und sich das einblenden lassen, wo jemand Gas gibt und wo jemand bremst und wie er einlenkt und alles, weißt du? Ja. Mal gucken. Ja, ich fühle mich halt, ich muss sagen, so viel ich auch übe, ich fühle mich ja halt manchmal verloren, muss ich ehrlich sagen. Ich verbessere und verbessere mich irgendwie, manchmal weiß ich nicht warum, manchmal weiß ich schon, aber ich fühle mich manchmal einfach verloren, weil es einfach schwierig ist, sage ich mal. Einfach schwierig, dann noch immer besser zu werden. Mal wieder die Auch gleichen wenn Fehler. man, auch wenn da noch 4 Sekunden sind, oder, Alter, du weißt genau, das sind noch 4 Sekunden, denkst du, boah, heftig. Fehler macht und man weiß gar nicht, welche Fehler man macht, dann kommt man irgendwann in diesen Teufelskreis und man stagniert natürlich ab einem gewissen Punkt und dann ist diese Luft halt von 3, 4 Sekunden oder 2 Sekunden, je nachdem, an welchem Punkt man da gerade ist, ist dann auf jeden Fall da. Und dann fragen sich Genau. die meisten, Hast du was mache recht. ich nur falsch? Da muss man der Sache auf den Grund gehen. Deswegen, wie gesagt, ich biete da diese Coachings an. Einfach mal unten in der Videobeschreibung auschecken, wer da Lust hat und Interesse hat. Einfach mal bei Discord vorbeischauen. Da habe ich auch den Ablauf mal kurz erklärt. Man schickt mir eine Replay ein und ich gucke mir das im Vorfeld an und dann quatschen wir 1 Stunde, 2 Stunden, je nachdem, wie ihr wollt, einfach mal live darüber und gehen der Sache auf den Grund, was mir so bei euch aufgefallen ist. So, aber wie gesagt, diese Thematik, guckt euch von schnelleren Leuten wirklich was ab. Probiert auch gewisse Sachen mal aus. Boah, meine Hände tun noch Macht ein es zum bisschen Beispiel. weh von diesem Ferrari. Mit dem Bergauffahren, man, da ist so viel Force Feedback. Boah. Oh Habe ich nein, volle meine Kraft. Halterung rutscht schon wieder weg. Aber zurückziehen. So, dafür ist ja der Hotlap-Modus ganz gut oder generell das Delta oben. Probiert verschiedene Sachen aus und achtet oben aufs Delta. Nehmt wirklich oder fokussiert euch aufs Delta, wenn ihr eine gewisse oder eine Kurve jetzt mal anders anfahrt. Mal ein bisschen. Lol. Der sagt gerade genau das, was ich gesagt habe. Ich hab's doch gesagt, ich schaue mir die Zeit an und dann fahre ich eine Kurve und dann fahre ich nochmal, schon mal, ob es besser oder schlechter gemacht ist. Genau das sagt er gerade. Lol. Was doch klar ist. Langsamer reinlaufen lasst, mal ein Ja. bisschen früher aufs Gas geht, mal ein bisschen früher bremst, Mache ich ja verschiedene eh. Dinge. Schneller durch die Kurve laufen lassen, höhere Kurvengeschwindigkeit. Beobachtet das Delta und guckt, was rentiert. Aber Gefühl komme ich immer irgendwie anders an bei manchen Kurven, weißt du? Ich denke mir, dann mache ich das nächste Mal genauso, aber dann komme ich irgendwie anders an dahin. Und ich weiß nicht, oft nicht, wie komme ich denn genau gleich zu derselben Kurve nochmal hin. Sich am meisten aus der gesamten Kurve heraus. Das ist nämlich so eine Sache, wo, glaube ich, viel Potenzial verschwendet wird bei den meisten. Man durchfährt eine Kurve, es fühlt sich für einen gut an, aber nur weil es sich für einen gerade gut anfühlt, heißt es nicht, dass es richtig ist, weil man es nicht weiß, wie es im Endeffekt komplett richtig ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist gerade alles so ein bisschen kompliziert zu Genau. erklären. Ich habe gesagt, selbst wenn man eine gute Kurve fährt und es fühlt sich für einen gut, dann muss es ja trotzdem nicht richtig sein. Ja. Habe ich mir schon über Das Ding alles rutscht immer gesagt. weiter weg. Weißt du mal, tu wieder herziehen. Ja, bin dabei. Eins, was er da jetzt gesagt hat, habe ich mir schon Gedanken gemacht. Immer wieder. Aber ich hoffe, dem einen oder anderen kann ich schon mal so ein bisschen die Augen damit öffnen. Also, wie gesagt, was ich auf jeden Fall beachten würde oder so, wie ich die ganze Sache angehen würde, Woher ich. soll ich denn Profi-Replays herkriegen? Bitte schön. Würde mir eine sehr gute Runde von jemandem Also sich bei angucken, Counter-Strike gab es früher könnte auch. Portale, wo Zeiten hochgeladen werden, Demos, und die man Ja, dann bei Quake studieren ja auch. konnte.
McCracken auch, weiß ich Genau. doch. Habe ich immer geschaut, aber. Musst es gucken, wie die Pros das machen. Noch meine Runden nehmen, wenn ich mal irgendwelche Hotlaps gedreht habe und dann genauestens im Detail gucken. Im HOD unten, wann gehe ich aufs Gas? Wie hoch ist die Kurvengeschwindigkeit? Notiert euch das. Auf Nürburgring zum Beispiel, von Kurve zu Kurve, Kurvengeschwindigkeit. Dann nehmt ihr eure beste Runde und legt. Der sagt genau das, Jens, was ich machen wollte, was du letztens gesagt hattest. Auch zu Technik und so. Ich möchte mir das so notieren oder so merken, so anzeigen lassen. Kurve für Kurve, wie schnell ich fahre, dann versuche ich immer schneller zu fahren. Kurve 2, 30 km/h, dann versuche ich mit 40 zu fahren. Kurve 5, 70 km/h, dann versuche ich mit 80 zu fahren. Jede Kurve genau merken, nur welche Geschwindigkeit. Dann versuchen besser zu machen. Wir schauen, wie es andere machen. Irgendwie rutscht das Ding die ganze Zeit bei mir hier. Schon Was verändert? durchgeschwitzt. Das auch nicht. Vielleicht sind die Füße langsam durchgeweicht. Aber ich hoffe, man sieht, dass ich es wie bei jedem Thema, was ich so angehe, das halt auch ernst meine und wirklich da mich reinfuchsen will. Weißt du? Nicht nur so Flaschen Ladifari, aber auch halt bisschen mehr da wissen können. Die quasi da drüber und guckt einfach, okay, hier hat der Mavix 20 km schneller. Weil ich fange halt langsam an zu merken, dass 200 Runden oder 500 Runden pro Strecke fahren nicht so viel bringen, wie das eigentlich bringen sollte. Weißt du? Das ist eine Zeit, in der Zeit könnte man viel, viel mehr lernen und Skill aufbauen. Ich muss es auch effektiver machen. Aber für mich ist eigentlich die Zeit aktuell geil, weil ich kann Strecke für Strecke üben. Mir geht es um die Streckenkenntnis so, ne? Eigentlich. Und auch die verschiedenen Autos zu probieren. Das finde ich ja da geil. Ob ich das jetzt perfekt mache oder nicht, wenn man dann irgendwelche Rennen fahren sollte, dann tut man sich hier auf eine Strecke ein Auto und fertig. Also dann geht's ja. Aber das will ich noch nicht. Von da ist eher alles gut. Und ich will schon losfahren. Essen ist gleich fertig. In 5 Minuten fahren wir los. Reinlaufen lassen und dann macht es meistens schon Klick bei euch hier oben, weil ihr wisst, der Mavix kann da mit 20 km schneller durchfahren oder mehr durchfahren. Das geht. Ne? Und dann traut ihr euch vielleicht auch ein bisschen mehr. Ihr habt nicht mehr diese Hemmschwelle. Weil da limitiert man sich auch oft mal vom Kopf her und man denkt, okay, du kannst hier nicht schneller durchlaufen lassen, aber im Endeffekt kannst du deutlich schneller durchlaufen lassen. Aber der eigene Kopf sagt halt, nein, tu das nicht. Ne? Und wie gesagt, dieses ganze Gesamtpaket, HOD im Blick haben, im Kopf haben, immer mal wieder Sachen notieren, die einem vielleicht irgendwo auffallen. Schnellere Leute beobachten, nicht nur mich, sondern auch mal andere. Es gibt natürlich verschiedene Fahrstile und so weiter und so fort. Und dann nach und nach rantasten. Und Ups. wer dann vielleicht immer noch nicht sagt, okay, ich weiß nicht weiter, ich bin immer noch 3 Sekunden langsamer oder so, der kann sich auch gerne bei mir melden. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung zu meinem Coaching. Einfach melden, wir können darüber quatschen. Was ich hier krass finde halt. Egal, wo ich vorbeischaue, sind alle nur im ACC fahren. Du kannst gar nicht AC irgendwie nehmen, irgendwas im Vergleich. Das Coaching war mega viel Spaß gemacht, sehr sympathisch. Wer es nicht gedacht, in so kurzer Zeit so schnell die Zeiten zu verbessern. Und wie du sagtest, Schalter umgelegt und dann kann man es auf die anderen Strecken einfach übernehmen. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Und Freunde, ich hoffe, ich habe euch so einen kleinen Einblick gegeben, wie ich diese ganze Sache. Ja, danke schön.
Ich sag dir, ich schneide mir gerade hier was und das tut weh in der rechten Hand. Einfach, gerade ich nicht mehr, weil ich habe das Force Feedback nie wieder so stark gestellt, dass ich mir wehtue in den Händen. Aber der Schreck ist krass. Teufel. Was sind das hier? Thumbnails. Lol. Bei dir steht unten ein Gatt anstatt Gags. Aber trotzdem cool, gell? Jan, so die Zeitenjagd oder so generell. Ein bisschen sich zu orientieren an anderen. Finde ich egal. Also Fernduell halt. Ja. So wie im Rallye. Passt. Sag Jens, ich hätte so Bock auf den 13.900K mit einer ganz fetten Wasserkühlung. 480 mm hat er in einem Big Power Tower. Wo kommt die dann hin? Vorne? Ich weiß nicht, ich habe noch nie sowas angeschaut, einen Big Tower. Der muss ja, von der Höhe ist der irgendwo, ja, muss ja, oder? Oben ist ja, so breit ist er, der ist ja nicht viel breiter. Der ist ja nur höher, ne? Hab schon lange sowas nicht mehr gehabt. Naja, der ist höher, ja, aber es gibt vielleicht auch tiefere, wo man die oben dran setzen kann, würde ich persönlich sogar sinniger finden. Aber hey, 480, hier. Das ist ja... Hey, schaut mal. Ja, ich mache mal kurz Bild. Ja, wo fährst du denn? Zum Zuschauern. Ja, moin, wink dir mal. Ja, klar, wer hat nicht Bock auf so einen dicken Prozessor? Aber Bock haben und das Ganze umzusetzen, ist halt eine Riesengeldsache, was halt nicht möglich ist. Ja, also ich habe mir überlegt, ich bleibe bei meinem i3, der ist schnell genug. Ja. Das ist so schnell wie meiner. Ich spare dann lieber auf dem 240 Hertz Ding. Wie am Beamer oder was? Ja. Was musst du dafür hinblättern? Ja, also ich sag mal, das kommt so ein bisschen auf die Marke drauf an, aber sagen wir mal 1000 Euro. Ach, das geht. Das zahlt sich auch für Monitore. Je nachdem.
Gibt es auch bessere Auflösung? Ist das Bild dann klarer an der Wand oder wie ist das wie man, ich kenne mich da nicht aus. Und jetzt 1440p Beamer gibt es auch. Ist das Bild an der Wand dann besser schon, oder? Also 4K-Beamer sind nicht bezahlbar. Und Die 1440, glaube sind ich, so gibt es bei. nicht, oder? Ja. Wie bitte? Hat er den Doch, gibt's weitesten auch. soweit? Also die können durchaus 1440 und auch 4K wiedergeben, aber die downsamplen das halt, ne? Warum downsamplen die das? Ja, um ein schöneres Bild hinzukriegen. So. Muss natürlich das Spiel dann auch in der Auflösung rendern. Frag mich halt, wie es da in der Wand ausschaut mit einer Auflösung. Du hast ja trotzdem die Wie Wand. bitte? Ich frage mich halt, wie das denn in der Wand dann ausschaut mit der anderen Auflösung, denn du hast ja trotzdem die Wand als Ja, halt Referenz. schärfer, ne? Schon, oder? Trotzdem. Umso mehr Auflösung, umso schärfer wird das. Wie am Monitor, ja. Nur die Wand ist ja trotzdem hier. Spielst du die Wand direkt oder hast du so eine Leinwand? Nee, ich habe eine Leinwand. Ach so. Ja, okay, dann. Ich habe eine ganze Zwischenwand gebaut. Ui. Ja, wo Lautsprecher hinterstecken und Akustikmaßnahmen. Ach so, du hast eine Zwischenwand dahinter. Okay, das ist ja nice. Das Aber nennt nicht man Buffalo halbiert. Wall oder so ähnlich. Aber nicht halbiert mitten im Wohnzimmer. Nicht halbiert, Sondern. aber hinter der Leinwand ist noch so eine Abstellkammer von 1 Meter oder so. Ach doch, okay. Ah, okay. Also da kannst du richtig reingehen und da habe ich Kisten stehen, da habe ich So. Unterlagen, das ist quasi Schrank. So weit weg. Okay, noch von der Wand. Cool. Also es war wirklich so eine Trennwand. Ja, das hat akustische Gründe, weil du stellst Lautsprecher nicht an die Wand ran, weil sonst der Bass verstärkt wird und das will man ja im Studiobereich nicht. Deswegen sucht man sich einen bestimmten Abstand zur Wand aus, was dann ca. 25% der Raumlänge betrifft. Da hat man dann die akustisch optimalen Bedingungen. Es ist nie gut, oder? Boxen an der Wand zu haben. Ja, Egal also wie. du stehst auf fetten Bass. Also ich sag mal, wenn eine Box nicht viel Bass hat, du sagst, nee, die drückt mir nicht genug, dann Aua. stellst du sie an die Wand ran und dann hast du mehr Bass. Und wenn du sagst, das reicht mir immer noch nicht am Bass, dann stellst du es in der Ecke. Dann hast du noch mal sehr viel mehr Bass. Ja, weil links und rechts. Wie bitte? Weil links und rechts, ne? Ja, das schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Also kann man sagen, dass dein Wohnzimmer so schön aufgebaut ist mit den ganzen Boxen von Entfernung alles, so wie ein Studio. Das Ja, sind. also das ist mit Messmikrofon eingemessen. Es ist mit einem Computerprogramm berechnet. Genau die richtigen Abstände, die Raummoden wurden gemessen, also von mir, ne? Ja, alles symmetrisch, alles millimetergenau ausgemessen. Ja. Also da, wo du auf der Couch dann sitzt, in der Mitte ist der perfekte Spot, oder wie? Das ist dann die Phantommitte, genau. Die Phantommitte ist quasi genau Phantommitte. also der Okay, ja. Triangelpunkt, Abstand Lautsprecher zu Lautsprecher und zu mir. Also das ergibt dann ein Dreieck, wenn die genau auf mich gerichtet sind. Jo, geil, kommt alles bei dir an. Cool. Hast du ja schon mal so erzählt, so ein bisschen
wo du mir die Anzahl der Boxen gesagt hast und ich dachte mir, okay, das sind bestimmt sind wenige. Ich weiß aber die Zahl nicht mehr. 12, 14, 20 war sehr hoch, die Zahl auf jeden Fall. Die hohe Zahl sind die Endstufen, die insgesamt verbaut sind. Das sind dann, warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 Endstufen. Ist Endstufe nicht einfach ein simpler Verstärker? Ja, oder was ist? Also ein Endverstärker, genau. Und da brauchst du so viel für jede Box einzeln, oder warum? Oder nee, jede Box hat zwei. Und die Subwoofer haben eine. Ach du Kacke. Was für wie viel Watt hast du denn da? Soll ich das jetzt auch noch ausrechnen? 200, naja. 400, 600, 7, Leute. 8, 9, 10, 11, 12. Sinusleistung 1200, glaube ich. Das ist zu wenig. Also das. Bitte. Also du hast die Lautsprecher im Prinzip so ungefähr bei 5% oder sowas aufgedreht. Jo. Und deswegen brauchst du zwei Verstärker, wenn du 5% hast, oder was? Wie bitte? Und du hast dann zwei Verstärker pro Box, damit du nur 5% aufdrehst, oder wie? Ach, nö, aber das... Die Verstärker sind ja in den Lautsprechern verbaut. Das sind ja Fertiglautsprecher. Ach so, die sind nicht extra daneben oder hängen dann da rum oder so. So, okay. Nee. Die sind aufeinander abgestimmt vom Hersteller. Ich kenne das so ein... Ich weiß nicht, welche Marke das ist. Es gibt ja auch so... 7.1 Lautsprecher, die stellst du hin, irgendwo hin. Und dann gibst du mir eine Software, dann sagt dir der linke Lautsprecher mehr nach links, mehr nach rechts, mehr nach vorne, hinten. So. Sonarworks, die Software meinst du jetzt? Ja. Ja. Das ist echt geil. Habe ich die Demo-Version mal ausprobiert, fand ich in Ordnung. Ich kannte ja nichts anderes, für mich war das halt Wahnsinn, weißt du, ich meine, das ist ja halt einfach. Wenn ich so nie sowas gesehen habe, denkst du dir, okay, wild. Auch gute Home-Receiver haben sowas. Die haben eine Funktion, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, XT32 oder irgend sowas. Da kannst du das im Prinzip auch machen. Klemmst du das Mikrofon dran und dann spult der Receiver das ab und passt deine Anlage halt an dem Raum an. So Yamaha-Receiver oder Sony und Kenwood und keine Ahnung, was es da alles gibt. Was ist denn Onkyo ist ja auch ziemlich groß. Okay. Follower Reh. Ach so, die Follower gelöscht hat. Ja, ich glaube, ja, das mit dem Receiver habe ich auch schon mal gesehen, das ist total geil, dachte ich mir. Ich hätte nie Bock, diese Sachen so einzurichten, weil ich würde nie wissen, wie das eingerichtet wird. Und wenn jetzt durch eine Software oder durch so ein Receiver das mir sagt, wohin es gehört, und es dann auch noch ohne Kabel im Raum hinzustellen ist, sondern du brauchst dann nur Strom, weil eine Box von einer Box verbindet, ist auch immer nervig. Ja, also ich mache das halt selber, ne? Die ändern halt die Laufzeiten. Das heißt, wenn du jetzt eine Hörposition hast, dann im Wohnzimmer kann man sich halt nicht immer aussuchen, wo Lautsprecher so stehen, sondern man muss das ja auch mal am Raum anpassen. Das heißt, ich weiß, was das heißt. Die ändern die Delay. Zum Beispiel die Delay. Genau. Stimmt, kenne ich. Und gleichzeitig messen sie dann den Frequenzverlauf und stellen dann fest, dass du irgendwie eine riesen Beule irgendwo hast und nimm das so ein bisschen raus. Also sie gleichen das so ein bisschen an deinen Hörplatz an. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, habe ich, genau, stimmt. Also, dann braucht er vielleicht übertrieben bei der einen Box eine Sekunde, dass der Ton ankommt, bei der Box zwei Sekunden, weil die halt weiter weg steht oder genau, anders im Raum steht. Ja, stimmt. Genau, dann verzögerst du das ein bisschen und dann klingt das alles wieder gleich. Dann passt das auch mit den Hall, wenn jetzt in der Musik irgendwelche Halleffekte sind oder irgendwie ein Orchester spielt und, ne?
dann passt die Richtung und das alles wieder. Es wird ja akkurater. Das ist auch voll geil, so durch die Technik und alles, gell? Ja. Kann man sowas auch ohne so krasse Technik machen oder muss man die dann einfach künstlich weiter wegstellen und woanders hinstellen? Du meinst jetzt so auf analogen Wege? Zum Beispiel, ja. Das gab es ja nicht immer so. So die Technik. Ich gehe davon aus, ja klar, kann man. Im Prinzip kann man ja mit Transistoren auch Signale verzögern. Ach so, stimmt, aber das ist halt. Okay, das ist halt. Wenn du in der Halle bist und genau weißt, wie aus dem Maß ist, ist das halt geil, aber zu Hause für sowas extra. Ist ja, das geht dann mit diesen Mikrofahrrädern los und sowas. Da gibt es dann Bücher, da kannst du dann dir die richtige Stärke raussuchen und musst dann das Ding eigentlich nur noch kaufen, was am nächsten kommt. Und das halt verkabeln. Schon interessant. Aber ich muss sagen, ich höre eigentlich immer nur mit Kopfhörer. Ich muss sagen, ich auch. Und ich muss dir sagen, dass wir im Winter oder wenn es kälter ist, machen Unboxing und Testen von diesem Mikrofon, von diesem Headset da. Habe ich immer noch daneben hier zu. Das für 20. Ja. Das habe ich immer noch da. Ich wissen, ob es dir gefällt, Mann. Ich habe es jetzt erst letztens in den Schrank geräumt. Ich dachte, dir wird es ohnehin gefallen, weil es einfach saugünstig ist. Also bei dem Preis kann man nichts falsch machen. Wie war das jetzt eigentlich mit den Ohrmuscheln? Wie meinst du, dass die Kunstleder sind? Waren die Kunstleder? Ich glaube, ja. Ich bin ja im Moment... Es würde mich aber nicht wundern, wenn du Ersatz, also Velour oder sowas da verkaufen kannst. Es gibt ja jetzt von Logitech, abgesehen ob Logitech gut oder schlecht ist oder so, ob man Fan ist oder nicht. Ich bin tot. Es gibt eine... Also ich mag Logitech. Ich finde auch Logitech gut, stabil. Gibt es jetzt so eine neue Serie? Nicht alles von Logitech. Also muss man ja auch nicht. Es gibt ja Gutes und Schlechtes. Es gibt jetzt so eine neue Serie mit Kopfhörer, Maus und Tastatur. Und da sind die Polster auch auswechselbar beim Kopfhörer. Und ich glaube, die Stockpolster sind eh schon Velour oder so. Und meine Corsair sind schon super geil. Nur ich muss sagen, ich bin jetzt aktuell komplett auf In-Ear umgestiegen. Für den Sommer. Ich habe nichts auf dem Kopf. Weil ja, es ist einfach zu warm, ne? Zu warm und dadurch, dass ich meine Tabletten so nehme, bin ich auch empfindlich, was den Kopf angeht. Ich muss dir sagen, ich habe manchmal Kopfschmerzen, weil ich zu viele Tabletten nehme. Weil das geht alles auf den Schädel. Der Kreislauf ist im Arsch, du hast Kopfschmerzen, sehr schwindelig, du hast die ganze Karussell im Kopf und dann... Und dann je nachdem, wie die Wirkung gerade ist, stärker, schwächer, ob sie dann nachlässt oder was weiß ich. Und es wird einfach der Schädel brummt. Und alles, was den Kopf irgendwie so berührt oder anfasst, ist unangenehm. Und deswegen habe ich jetzt, ich habe ganz normal einfach die Kopfhörer, die ich bei meinem Handy oder so, bei irgendeinem Handy dabei waren. Und die sind schon sehr, sehr stark, finde ich. Ich könnte auch hier die MMX 300 nehmen. Aber da muss ich sagen, die haben mich enttäuscht. Also die sind super Sound, kann man nicht sagen. Aber die haben mich enttäuscht wegen dem Sitzkomfort. Das tut einfach von der Brille nicht gut. Warte mal, von welcher Marke meine In-Ear sind. Sennheiser. Nein, habe ich auch welche da. Die IE8. Nein, die meine ich nicht. Was ist, Dingsbums. Auch von MMX, von der gleichen Firma? Von den M-Power, ja genau. Habe ich bei Amazon für irgendwie 25 Euro gekauft. Okay. Aber MMX-Kopfhörer, von welcher Marke sind die nochmal? Wie, das, MMX? Ja, MMX 300. Version 2. Die gleiche Marke wie DT77 Pro.
wie heißt die nochmal die Marke? Bayer Dynamic. Ja, genau, genau. Aus Harz kommt die Firma. Ich finde den Sound, der ist ultra, der ist gut. Aber es ist für mich mit der Brille sehr schwer zu tragen. Deswegen wollte ich immer mal noch den Sound von den DT-77 hören. Achso, nochmal kurz, weil ich habe dich, ich habe mal letztes Mal gefragt, wenn bei den Kopfhörern die Ohmzahl angegeben ist, ist es nur, wie viel man sie verstärken muss, oder? Je weniger ist, desto weniger Verstärkung braucht man, oder? Ja. Es gab da letztes Kopfhörer 25, 50 oder was weiß ich, wie viel Ohm. Und bei dem kleinsten kann ich dann auch ans Handy anschließen, das Ding. Glaube ich. Ja. Und was würde man sich so nehmen, wenn man das normal an so einen Vorverstärker anschließt? Ist das auch vom Klang her gleich, egal wie viel Ohm? Oder? Ja, also. Wenn ich jetzt die irgendeine Kopfhörer gesehen, anschließen würde an diesem Behringer 404, wie viel Ohm muss ich da nehmen? Theoretisch gesehen haben die schon ein bisschen mehr Dynamik, die mit Rot, die hochohmigen. Ist halt die Frage, ob du es laut genug bekommst. Also ich würde im Zweifel ganz weit oben anfangen und wenn es dann zu leise ist, kannst du immer noch eine kleinere Version nehmen. Also sind die vom Klang her doch noch anders, oder was? Es ist nicht nur, dass die mehr Verstärkung brauchen. Ja, die sind vom Klang auf jeden Fall anders. Aber ob das jeder hört, weiß ich nicht. Es kann sogar sein, dass die niedrigohmigeren dir vom Klang besser gefallen, weil die mehr drücken. Die sind dann oft ein bisschen mittenbetonter. Mhm. Manche mögen das. Ja, also die MMX, die sind schon gut, muss ich sagen, vom Klang. Und die sind ja echt stark eigentlich. Aber wie gesagt, Omen ist nicht alles. Zum Beispiel das größere Modell von dem, die du gerade beschreibst, die haben auch nur noch 32 Ohm oder sowas. Die nennen das dann die neue Tesla-Technologie. Was denn, 77 oder was? Oder ja, welch? Ich oder vielleicht sogar 900. Weiß es gerade nicht genau. 500 Euro oder sowas kosten die. Die haben sehr viel weniger Ohm und sind trotzdem brutal laut und klingen dementsprechend gut. Okay. Ich würde ja so am liebsten mal einfach mal Kopfhörer aufsetzen und mal Auto fahren. Weil der Sound ist halt einfach so geil. Du hast das Ding auf, du hast komplett deine Stille, alles ist Cancel um dich herum und du hast ja den vollen Sound vom Auto. Sind deine offen oder geschlossen? Sind die jetzt anders? Ich habe Razer auf. Die sind geschlossen, ne? Immer, ja. Okay, das ist voll geil. Es gibt keine offenen Gaming-Headsets, ich zumindest nicht. Ich finde halt die Corsair, die ich habe, die so komischen, die gelben da mit der Special Edition, die so gelb sind, die sind offen. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4 offene Kopfhörer und ich trage die alle nicht mehr. Gefällt mir nicht mehr. Ja, ich weiß, was du meinst. Du setzt es auf und du bist mit diesem Kopf in einer anderen Welt. Und wenn du dann nebenbei noch, wenn du es dann nicht gescheit hörst, noch Nebengeräusche oder so, ich fühle dich gar nicht mehr. Andersrum. Bei den offenen hörst du alles. Das meine ich ja. Du hörst die Vögel draußen zwitschern. Das meine ich ja, das habe ich ja gemeint. Weil so. Du setzt die geschlossen auf, oder habe ich offenen gesagt, sorry. Du setzt die genau geschlossen auf und du bist in einer anderen Welt. Du hörst nichts mehr, du bist voll nur da in dieser Welt. Zum Beispiel Autorennen oder... Wie auch immer, wenn du dann die offenen aufsetzt, dann hörst du noch so viel nebenbei, das ist halt nicht so geil. Und deswegen... Guck mal, der erste Grund, warum ich mir überhaupt damals die ersten Razer gekauft habe, ich habe inzwischen zwei Paar, war der, dass ich bei meinem Mikrofon Übersprechen hatte vom Kopfhörer. Ich durfte den Kopfhörer nicht so laut machen, weil sonst der Sound ins Mikrofon gegangen ist und meine Kumpels sich immer beschwert haben, dass sie sich selber hören und solche Sachen. Ja genau, und bei geschlossenen passiert das nicht. Deswegen habe ich mir die Razer geholt. Ja. Okay, mit Rauschunterdrückung und Echounterdrückung und sowas geht das eventuell noch klar, wenn man die ein bisschen leiser macht und so. Aber ich höre manchmal einfach gerne super laut. So. Manchmal ist aber auch eine interne Rückkopplung, dass dann trotzdem im Teamspeak damals die Leute gehört wurden. Also
weiß nicht, was sie gemacht haben. Man hat sie trotzdem gehört. Wenn sie Bei mir war es definitiv vom Kopfhörer. Ich habe es ja gesehen auf dem Meter. Auf dem Voice-Meter. Mhm. Das war für mich der Grund. Und als ich dann das Ding erstmal eine Zeit lang genutzt habe, da habe ich dann die Vorteile, die du gerade beschrieben hast, auch zu schätzen gewusst. Du hast deine Ruhe. Du kannst dich irgendwie besser konzentrieren. Das auf jeden Fall, ja. Früher haben sie immer alle gesagt, ja, der offene Klang sei besser. Und das ist der Grund, warum ich mir zum Beispiel die AKG 701, 702 geholt hatte, dass der offene Klang besser sei und sowas. Und weiß ich nicht. Ich bin da mittlerweile anderer Meinung. Also besser, nö. Anders, ja, klar. Ja, auf jeden Fall anders. Besser, Geschmackssache, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und ist deswegen hätte ich mal so Bock, jetzt einfach geschlossene Kopfhörer aufwärts und hier zu fahren. Einfach mal eine Runde zu drehen. Noch zu fahren und nichts herum zu hören. Ich habe ja jetzt so. Es gibt ja auch geschlossene In-Ear, sag ich mal, wo du ganz tief rein und auch nichts mehr hörst. Habe ich aber nicht. Hast du gar nicht auf? Nee, ich habe ganz normale, wo ich mich auch selber höre, rede, hören alles. Und auch den ganzen Raum. Ich höre auch den Raumklang, wenn ich quatsche. Und besonders wenn ich jetzt, ich habe kurz zugemacht in der Küche hier. Es passt von der Temperatur 22,9. Und jetzt habe ich halt ein bisschen mehr Raumklang hier. In der Küche steht halt schon eine Menge, aber es ist halt doch ein bisschen Raumklang hier. Und ich habe halt komplett offene an. Was schon auch jetzt okay ist, sage ich mal. Aber ich muss halt immer manchmal so tiefer reindrücken, damit ich ein besseres Feeling habe. Und ich würde halt einfach mal gerne den Kopf halt aufsetzen und eine Runde fahren. Das ist bestimmt voll geiles Feeling beim Fahren, ne? So richtig, du bist halt im Motor, du fühlst das Auto, du hörst die Gänge, du hörst alles und die rutschen das Reifen. Ich höre das auch alles, so ist ja nicht. Also, ich höre das auch alles. Also, auch sehr, sehr detailliert und sehr genau, weil die sind echt gut und weil sie an den Behringer direkt angeschlossen sind. Also, ich bin direkt halt für einen Verstärker angeschlossen, höre ich den Ton. Ja. Aber trotzdem durch Voice Meter halt noch, weil das Ton ja gespiegelt ist. Ton ist gespiegelt auf mehrere Dinge. Du guckst doch so gerne den Tech-Boss. Ja. Und der Tech-Boss hat, der hat ja diesen Kunstkopf, so nenne ich es jetzt mal, also diesen Kopfhörertester mit dem Gere-Mikrofon. Ja, ja, den ja. Ehrlichen, wie ich immer sage, ja. Er hatte mal einen Kopfhörer getestet von einer Marke, wo ich auch drei Stück hier habe. Und den hat er gegen den DT... Wie hießen sie nochmal? DT 77. 770, 970? Ja, ja, habe ich gesehen, den Tester. Also den für 150 Euro. Mhm. Und ich persönlich mochte den anderen vom Klang tatsächlich lieber. Glaube ich, habe ich gesehen und ich war ähnlicher Meinung. Weil ich dachte mir, wieso ist doch viel besser da, die günstiger? Warum? Ja, bin ich aber öfters der Meinung. Die sagen manchmal so und so ist es, aber ich denke mir dann, nee. Finde ich nicht. Er hat aber auch gesagt, dass er das sehr gut findet. Ja. Also ich habe drei Stück von dieser Marke hier und ich bin schwer begeistert von diesem Kopfhörer. Was ist denn diese Marke? Das Einzige, was mir halt noch fehlt, ist ein geschlossener, weil alle drei von mir offen bzw. halb offen sind. Aber das sind ja Kopfhörer und keine. Also es sind ja Headsets und keine Kopfhörer so zum ins Ohr reintun, oder? War das ein Headset? Ja gut, ich meine jetzt weiß ich gar nicht. Headset ist ja mit Mikrofon, aber ich meine jetzt. Wir reden über normale Kopfhörer und nicht über so In-Ear-Dinger, oder? Ja. Okay. Weil, apropos In-Ear-Dinger, du kennst doch, na klar, weil du musst ja sowieso kennen, so Musiker haben doch so ein, wenn sie singen auf der Bühne, so Ohren, so Dinger drin, so Kopfhörer drin, ne? Dass sie sich auch selber hören. Im Prinzip auch In-Ear. Genau, und die gibt's von Rode. Gibt's welche für, was weiß ich, für 120 oder 180 Euro? Nein, oder 80 Euro. Da habe ich mal die getestet. Hab die wieder zurückgeschickt. Und da habe ich extrem geschwitzt. Tust du ja so komisch hinten umhängen um das Ohr und dann so von vorne so rein. Das sind diese komplett, die zu sind. Ich weiß nicht, sind das nicht Monitoring-Dinger einfach? Da ist einfach, glaube ich, sogar so, ne? Naja, das sind In-Ohr-Monitore, ja. Genau, das sind direkt ans Ohr angepasst, ins Ohr rein. Also total krass. Und ich dachte, mit denen könnte ich
vielleicht die normalen Kopfhörer setzen hat, hätte aber halt ein bisschen mehr Spielraum im Kopf und hätte keine Kopfhörer auf. Also hat aber nicht geklappt, weil erstmal ging nach 2-3 Tagen oder nach 4 Tagen ging ein Ohr schon nicht mehr. Nur noch sehr komisch, dann habe ich mir Ersatzkabel bestellt. Mit dem ging es dann teilweise und das Standardkabel war so komisch hart, ich konnte halt nichts machen. Bin dann Ersatzkabel bestellt. Und dann, ja, ging es halt wieder ein bisschen. Dann ging es halt. Kannst du bei denen das Kabel wechseln oder wie? Ja, ja, kannst du wechseln. Okay. Kannst du wechseln. Kannst du am Ohrmuschel ausstecken und wieder einstecken. Weil das Standardkabel war so komisch hart, konntest du nichts machen. Das andere Kabel war ein bisschen weicher, konntest du ein bisschen zumindest ein bisschen bewegen. Das tust du ja hinten rum über den Hals, über die Ohren hinten rum und dann von vorne so rein. So wie so ein Bügel halt, ne? Das sind diese In-Ear-Dinge. Das sind genau die Sachen, was sie immer auf der Bühne haben. Diese Teile. Und ich dachte mit, ja. Ich machte mit denen, könnte ich ersetzen, so einen normalen, geilen Kopfhörer. Hat aber nicht funktioniert. Erstmal schwitzt du in denen wie ein Schwein. Schlimmer als bei normalen Kopfhörern. Das war ja auch so Sommer immer. Ich komme im Sommer auf solche Ideen. Irgendwann vor vielen Jahren. Du schwitzt wie ein Schwein denen, also brauchst es halt gar nicht. Also das ist halt. Du hörst auch den Sound sehr, sehr gut. Aber du musst immer wieder mit deinem Finger so ein bisschen reindrücken, weil es immer doch noch ein bisschen rauskommt, hat immer noch Spielraum. Da gibt es dann ja, bei den du Musikern. Ja, diese Dinge mit dem Silikonohrpröppel, ne? Ja, genau, die komplett im Ohr drin sind. Also so, wo die. Genau. Und solche willst du generell gar nicht mehr haben oder nur die nicht? Das weiß ich ja nicht. Ich würde gerne. Ich habe auch. Also so. So wie jetzt in hier nur geschlossene würde ich gerne haben. Ich kann dir mal zeigen, welche ich schon mal getestet habe und die kann nicht komisch. Weil immer wieder war das so, dass ich sie nachjustieren musste. Das heißt immer wieder mit dem Finger rein, weil sie sich immer wieder rausbegeben haben, ganz leicht. Ja, das ist, ist nervig. Zuerst mal, die meisten Kopfhörer haben ja so Standardgrößen von Silikon-Ohrstöpsel. Und kannst du verwechseln, einfach, ne? Die falschen Ohrstöpsel gehabt. Nicht den falschen Kopfhörer, sondern die falschen Stöpsel. Ach so, okay. Ich habe schon bei Kopfhörern zu groß gehabt, da hat das total wehgetan, weil es so dock gemacht hat wie so ein Pümpel. Da habe ich kleine reingetan, aber. Ich liebsten die ganz großen. Ich auch, aber bei einem war es zu groß, dass es halt wehgetan hat. Hat sich so angesaugt mit so richtig, so wie so ein Pümpel, ne? Kennt man ja vom Klo. Ja. Hat so richtig weh im Ohr getan. Und dann habe ich einfach eine Größe kleiner genommen bei was anderem und das ging dann. Also die Dinger taugen generell nichts. Da gibt es ganz einfaches Mittel gegen und zwar Memory-Schaum-Ohrstöpsel. Memory-Schaum-Ohrstöpsel passen sich halt deinem Ohr an. Die steckst du halt einmal rein und dann blähen die sich im Ohr auf, sind aber sehr weich und soft. Und mit diesen Dingern hast du auch nicht mehr die Probleme, dass die rausrutschen. Selbst wenn ein bisschen am Kabel gezogen wird, weil das Kabel wird immer ein bisschen gezogen. Also das Kabel hat ein leichtes Gewicht. Das sollte man eigentlich nicht machen. Kabel hat ein leichtes Gewicht. Ja, tue ich ja nicht, aber das Kabel hat ja auch ein Gewicht. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich solche Kopf... Also auch jetzt gerade wieder habe ich eine 3 oder 5 Meter Leitung von meinem Interface zur Couch und dann steckt der Kopfhörer in der Verlängerung drinne. Damit das Kabel im Prinzip lose auf meinen Schoß liegt. Dass da also nichts ziehen kann. Habe ich auch. Also ich habe diese 15 Meter Verlängerung, die so mein Rig so ein bisschen gewickelt. Und unten geht der Stecker nach, zeigt nach unten und da stecke ich meine Kopf rein. Also passiert da nichts, bewegt sich ja nichts. Ja. Also dann sollte immer da so. Eigentlich auch nichts rausgehen, wenn du vernünftige Ohrstöpsel hast. Manche Hersteller haben allerdings keine Standardgrößen, sondern da musst du dann spezielle vom Hersteller holen. Und ob der dann Memory-Schaum anbietet, muss man halt gucken. Die Dinger sind halt zum Beispiel für den Sport halt super geeignet. Deswegen habe ich die halt. Weil wenn du irgendwie 2 Stunden lang im Kreis läufst, dann rutschen Kopfhörer halt schon mal raus. Na klar. Aber halt nicht mit denen. Bei mir also kommt schon mal vor, dass du die auch mal wieder so ein bisschen nachjustierst, aber das ist nicht zu vergleichen mit den Standarddingern. Weißt du, was ich bei mir gerade habe? Ich habe einfach Plastik, was einfach im Ohr drin ist. Ohne Schaumstoff oder nichts.
Ja, das mag ich persönlich gar nicht so. Ich eigentlich auch nicht, aber die sind echt gut hier. Die sind echt stark. Und der Sound ist echt krass, also... Ich finde die jetzt echt Wahnsinn. Ich meine, ich habe, weiß nicht, von welchem Handy die sind, aber es ist von irgendeinem Standard-Handy ist das dabei gewesen. Und die sind echt gut. Ja. Wenn es um Kopfhörer geht, habe ich wieder dieselbe Empfehlung und die lautet Sennheiser. Aber in ihr, ne? Ja, ja. Also ich habe die IE8 hier und bei denen ist es zum Beispiel so, da sind an den Seiten bei jedem Kopfhörer Schrauben. Und mit den Schrauben kannst du den Bass regeln. Also wie stark möchtest du den Bass haben? Möchtest du ihn eher dezent haben? Mittelmäßig, stark, und dann drehst du je nachdem, wie viel Bass du haben willst, alle Schrauben rum und schon knallt es mehr oder weniger. Und ansonsten sind die Dinger halt absolut neutral, klingen aber doch ein bisschen brillanter, würde ich sagen, als die Rode. Mhm. Die Höhen sind ein bisschen. Das ist ja auch, ich wollte mir schon diese Hammerhead kaufen von Razer, aber das ist zu viel Bass bei denen. Da drehst du ja durch. Ich hatte jetzt mal eine gute Zeit, dann bin ich in der letzten Kurve gegen die Ding, weil ich kam da nicht raus. Ich wollte mir die auch schon holen, aber sind leider nicht wasserdicht. Kein IPX8 oder wie das Ding heißt? Nee. Ich wollte dir mal kurz. Also, sie sollten nicht zum Untertauchen nicht, aber zumindest, dass man im Regen und sowas die nutzen kann. Und schweißfest und sowas, das sollte schon sein. Weil ich hatte es schon gehabt, dass ich geschwitzt habe wie sonst was und dann ist der Schweiß in den Kopfhörer reingelaufen und dann ist die Elektronik durchgebrannt. Echt? Ach du Scheiße. Das ist ja wild. Ja. Ich suche mal welche raus, die ich getestet habe. Ich habe ja ganz viel Blödsinn halt, ganz viel günstige Sachen getestet.